Hi, hallo, grüß dich. Ich habe hier Hagebutte entdeckt. Das ist der Strauch. Ich ruhe mich hier aus auf eine Wiese und sehe da wächst Hagebutte. Ich habe das noch nie probiert, so wie heute, das zu pflücken. Aua. Und direkt zu essen. Das ist das erste Mal, dass ich es gemacht habe heute. Ist es was? Es ist köstlich. Es ist einfach lecker. Du musst nur einen weichen erwischen. Da. Au! Ah! Ah, wie das sticht, zeige ich dir. Okay, schau mal, du musst nur einen weichen erwischen, da kommt direkt die Marmelade raus. Mmh. Du brauchst gar nichts mehr dazu. Die Kerne muss man ausspucken dann, aber himmlisch. Und weißt du was? Hier wächst von diesem Zeug jede Menge. Ich habe das gesehen. Diese Sträucher wachsen in großer Anzahl überall. Und ich hätte nie gedacht, dass das schon essfertig ist. Ich dachte, das muss man aufkochen, mit Zucker mischen oder irgendwas da draus machen, großartig. Aber das stimmt nicht. Du kannst das pflücken, in den Mund schieben, da kommt gleich die Konfitüre raus. Das ist doch geil. Das kostet nichts, ist Bio. Hey. Noch dazu, Vitamin C pur. Du kannst kein besseres Vitamin C haben. Vergiss diese Mist-Ascorbinsäure, die deinen Körper vergiftet. Hagebutte, das findest du hier bei uns. Wächst alles umsonst. Ist das nicht toll? Wow, dass ich erst dieses Jahr darauf komme, das auszuprobieren und zu essen, aber besser später als gar nicht, oder? Echt cool. Ich freue mich so. Nochmal hier. Die sind jetzt hart. Sind zwar nicht mehr viele auf diesem Strauch, aber fürs nächste Jahr weiß ich. Ich komme hierher und ernte das ganze Zeug und esse es direkt. Mann, ist das schön. Für Selbstversorger, für Menschen, die nicht so viel Geld haben, die trotzdem frisches und gutes Essen zu sich nehmen wollen. Raus und Hagebutte ernten. Toll. Vielen, vielen Dank für das Geschenk heute. Und das war's von mir. Wollte dir das nur mitteilen. Also, guten Appetit, wenn du so einen Strauch irgendwo findest. Und lass es dir schmecken. Ciao, ciao, mach's gut.